Hey ho, meine YouTuber! Hier bin ich wieder, wie versprochen. Leider konnte das nichts mit Mittwoch werden. Dafür... Mikrofon richten. So. Dazu wird auch bald ein Video kommen und so weiter. Ich habe auch schon mal in Tale of Kingdoms Folge 6 und 7... Naja, also in der 6. Folge, glaube ich, war das, erwähnt, dass es daran liegt, dass ich Klausuren schreiben werde jetzt. Die 2-3 Wochen, die kommen. Das kann auch 4 sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bis zum 18. Juni. Ab da an werde ich wieder hochladen. Da habe ich Sozialpraktikum und die Schule ist dann praktisch vorbei. Und dann habe ich halt mehr Zeit hier, um mich meinem Hobby zu frönen. Ja, also das mache ich ja so freizeitmäßig. Ich, ja, wie man sieht, bin ich kein YouTube-Partner und so weiter und so fort. Finde ich aber auch halb so wild. Ja, vielleicht schade, dann hat man, ja, so, ja, Möglichkeiten, was zu investieren in aktuelleren Spiele. Also ab und zu mache ich das, aber... So mit 60, 50 Euro ein Spiel zu kaufen, finde ich zu teuer. Also so für meinen Standard, ich kriege sehr wenig Taschengeld. Ich gehe schon nebenbei irgendwie was machen. Und ja, es reicht halt trotzdem nicht. So, ich habe gesehen, dass wir eigentlich einen großen Bevölkerungsnachfrage haben. Ne, hier. Von der, ja, ärmeren Bevölkerungsschicht. Deswegen bauen wir einfach mal hier sowas hin. Habe ich mal so beschlossen. Na, ich bin der Bürgermeister. Ich kann sowas beschließen in meiner Stadt. Ich kann einfach sowas beschließen. Ja, ja. Wählt mich, dann kriegt ihr ganz viele Baugrundstücke. Nee, ach so, ja, heute waren bei uns Politiker in der Schule. Ja, bei euch waren die bestimmt auch irgendwann mal. Das fand ich ganz interessant und so. Ich hätte mich auch gerne mit denen weiter beschäftigt. Aber wie es denn so ist, man hat ja nie immer so viel Zeit, ne? Also, ich hätte gerne persönlich mit denen noch so ein bisschen geredet und so. Aber, pff, ja, da war halt die nächste Gruppe praktisch dran. Und ich glaube auch nicht, dass die Politiker so viel Zeit hätten für mich. Also, die wirkten irgendwie so ein bisschen knapp da belegt. Ja, wir bauen einfach mal hier wieder ein paar Sportplätze hin. Also ein bisschen in die Ecke. Das kommt immer ganz gut. Dann wird das alles hier ein bisschen attraktiver gestaltet. Ja, haben wir hier und dann so und da vielleicht und da auch. Und noch kommen wir da auch so ein bisschen. Das weiß ich gar nicht, wie viel das kostet im Monat. 10. Ja gut, das sollte ja gehen. Von den Steuergeldern her. Ja, hier kommt ja unsere Autobahn lang, da um die Ecke. Man kann sich das so ganz grob vorstellen. Es passt gerade so mit der Eisenbahntrasse, da hier da ist. Ja, so viel herumfuschen möchte ich da jetzt auch nun nicht. Wir machen auch ein bisschen hier in der Bildung. Na, wir haben auch hier noch ganz gut Einnahmen. Ja, so um die 300 Dollar. Nicht Euro. Ach, wir haben? Wir haben ja eine Grundschule. Tatsache. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das ändert einiges. Gut, dann machen wir einfach hier noch so eine kleine Schule hin. Kommen wir gleich ein paar Einwohner. Ja gut. Wir sind auch schon. Jetzt hat der Schüler 20. Machen wir auch noch ein bisschen hier fürs Ärztezentrum. Ja, ich baue direkt so einen fetten Klotz hier hin.
mitten in die Landschaft rein. Ist auch schön, ein schöner Klotz hier. Den wir immer unbedingt in der Nachbarschaft haben. Ja, nix. Ist ja blöd, nee, dann lasse ich das. Schraube ich hier das Auto manchmal ein bisschen schnell runter. Und dann lassen wir das einfach hier laufen. Und natürlich haben die keinen Strom. Wie denn auch? Wie konnte ich sowas nur vergessen? Ach, Quatsch. So, jetzt haben die natürlich Strom. Und dann lassen wir es aber nicht allzu schnell ablaufen. Und dann gucken wir uns das einfach mal ein bisschen an hier. Also, da kommen schon die ersten neuen Häuser. Da kann man ein bisschen hier beim Bau zugucken. Oh, cool, Häuser. Aber warum sind das direkt so fette Häuser? Mittleres Wohngebiet, na gut, das geht noch. Das geht noch. So, ja, jetzt kommen hier natürlich Leute und die wollen arbeiten gehen. Deswegen habe ich extra... Ja, Platz gelassen. Na gut, bauen wir hier mal ein bisschen. Unzureichende Gelder, na gut, dann... da so ein bisschen. Nochmal hier noch so ein bisschen. So. Da und da. Und gut, das sollte ja erstmal reichen. Können die da nämlich auch bauen. Ja, gut, dann schicken wir mal einen Wagen dahin. Wir haben nicht so viel Geld für eine Feuerwache hier so in der Nähe. Okay, ist nicht ein bisschen schneller. Ja, wir haben jetzt gerade einen Ausgabendefizit, aber das sollte sich eigentlich regeln. Man muss immer ein bisschen ausgeben, bevor man einnehmen kann. Kommen die Feuerwehr? Du? Ja! Man hört sie. Nein, wir haben keine Militärstation. Was war denn das? Altes Land. Was war das denn? Was ist das, eine Bushaltestelle? Ja, ne? Ach ja, die Leute haben unsere Bushaltestelle abgefackelt. Oder? Ist das wirklich eine Bushaltestelle gewesen? Ja, muss ja. Leute, wieso habt ihr die Bushaltestelle abgefackelt? Fackt mich nicht ab. Ach komm, dann kriege ich jetzt hier so eine kleine Feuerwache hin. Das ist mir zu blöd. Damit die Brände wenigstens hier ein bisschen eingedämmt werden. So. Jetzt zündet aber nicht mehr hier so viel an, ja, habt ihr mich verstanden. So, ja, dann können wir hier weiter das mal laufen lassen. So, gucken wir mal. Unser Krankenhaus hat gar nicht so viele Patienten. Können wir immens Geld sparen. Gut, die haben ein bisschen mehr Schüler als erwartet. Das ist aber gar nicht so weit schlimm. Wieso will da keiner hin? Pendelverkehr lang. Blöd. Nein, will ich auch nicht. Feuerwehr braucht längeren Arm, oder? Ja. Ja, dann eine Feuerwehr da. So perfekt hier alles. Verbrechen nach dem Militär. Ich hoffe, was das Wohngebiet verbrechen. Ach, das habe ich schon mal gesagt. Schon irgendwo niedrig. Wieso niedrig? Wieso niedrig? Ach ja, klar. Ja, das ist halt erstmal so. Dann, wenn die nicht wollen, dann wollen sie nicht. Ja, ich gehe jetzt noch ein paar Mal drauf. Wartet. Was ist los? Was da wieder treibt, der Lebkuchen? Ja, ich will ja endlich... Ja,
mehr Dingens haben hier. Ja, klar, jetzt weiß ich, was mit Dingens gemeint ist. Ja, hier machen wir erstmal wieder so eine schwache Infrastruktur hin. Ach, und zwar ein Gelder, ja. Was meinte der Heini, was uns fehlen würde? Energie oder Wasser? Irgendwie fehlt uns beides so ein bisschen. Würde er Energie sagen. Na gut, Leute, dann bauen wir auch ein Stromkraftwerk. Dann ist... Oh ja, ganz vergessen, dass das so viel kostet. Aber wir sind ja hier im Plus, sehe ich gerade. Das heißt, wir warten einfach so ein bisschen. Und jetzt können wir uns leisten. Yay! Ja, wir müssen aufpassen, dass das hier nicht zu viel genutzt wird. Ja, es wird schon teurer. Ah ja, jetzt ist das hier auch bebaut. Die meckern rum, dass sie keinen Job hätten. Die Industrie haben wir ganz gut abgeschreckt. Ja, lassen wir das so. Das Gewerbe senken wir mal ein bisschen weiter. Wieder hier mal so ein bisschen da hochgehen. Wir brauchen ja wieder ganz viel Geld. Dann brauchen wir immer. Dreckshügel, Werkshof. Ah ja, interessant. Oh, ein Aussichtspunkt. Schön, schön, schön. Ja, gucken wir mal unsere Schule vorbei. Ah. Die brauchen gar nicht so viel Geld. Tun immer so, als ob sie so viel Geld brauchen. Ja, dann bauen wir hier mal weitere coole Läden hin. Ach, ich habe zu wenig Geld dafür. Komm, gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld. Kriegt ihr eure coolen Läden. So. Bitteschön, jetzt habt ihr eure Läden. Jetzt seid auch zufrieden. Hey, ich habe euch Läden gebaut, ja. Na gut, dann kriegt er hier noch mehr. Noch mehr. Jetzt haltet die Fresse! Ihr kriegt hier Arbeitsplätze. Na gut, dann... Drei, eins, zwei, drei. Drei, annehmen. So. Jetzt will ich aber kein Gemecker mehr haben hier, ja? Leute. Oh, ich kann eigentlich mal gucken, was haben wir eigentlich für Stadtverordnung? Aha. Ja, was sagen denn... Bildung geht wieder runter. Fickt euch mit eurer Bildung! Bildung ist überbewertet, ja? So. Ah ja, genau. Das war etwas, was ich auch mal angeklickt haben wollte. Und das mal. Auch nur um die 100. Nein. Nein. Ja. Ja, so viele Ausgaben hat das jetzt auch nicht verursacht. Ah ja, jetzt kommen die ersten Läden. Und wir haben schon unser cooles Häuschen hier. Worauf ich eigentlich schon gewartet habe, praktisch die ganze Zeit. Wo wäre ein guter Standpunkt? Wo wäre ein guter Standpunkt dafür? Wo wäre... Ja. Ja gut, aber dann müssen wir den Friedhof auch noch hinpassen. Na, direkt neben die Eisenbahn. Das ist auch immer schön. Da gehen die viele Leute hin. Irgendwie haben wir extrem krassen... Bevölkerungsanstieg. Ist ja ganz nett und so, aber wir brauchen ja auch Arbeitsplätze für die. Sonst haben wir immer solche hässlichen Köfferchen da.
Und hier, ja, ihr seht ja, hier kommt auch schon der erwähnte Friedhof. So. Oh, jetzt habe ich hier wieder nicht... Ah, ich hasse diese Uhr. Wisst ihr das? So, mal einfach mal 5 Minuten. Ich weiß ehrlich nicht, wie lange ich schon spiele wieder. Ja, schlimm mit mir. Wir können auch ein bisschen hier in der Industrie machen. Ja, die erste Agrarwirtschaft ist sehr bevorzugt. Hightech-Industrie. Leute wollen Hightech-Industrie. Ja. Wieso nicht? So, bauen wir da ein bisschen. Und hier bauen wir auch ein bisschen. Und da kommen schon die ersten Gebäude. Willst du ja nicht glauben. Na, hier kommen auch wieder die Autobahn rum. Dann gucken wir mal, was wir denn noch machen könnten. Energiepolen, ja, siehst du, darauf habe ich praktisch gewartet, dass du dich wieder meldest. Extra darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Aber wir haben schon wieder 400 Einnahmen. Und die Leute sind zu blöd, eine Arbeit zu finden. Ich glaub's ja nicht. Ja, hauen wir auch einfach mal so eine nette Infrastruktur ein. Ach ja, dann brennt's da jetzt wieder. Weil er müsste schneller da sein als da oben. Komm, fahr, du Scheißwagen, fahr um dein Leben. So. Der Brand müsste dann gleich gelöscht sein. Und ja, er lichtet sich ja schon und fertig ist er. Jetzt gibt's kein Brand mehr. Ja, bauen wir hier ein bisschen das Straßen aus, damit die Feuerwehr noch schnell hier herumgurken kann. So. Super, ne? Super Sache hier, die Feuerwehr. So, wir bauen einfach mal ein bisschen Industrie hier hin. Kann ja nicht schaden. Gewerbe gibt's auch. Keine Arbeitslosen mehr, das ist auch schön. Das wollten wir ja. Eben das wollten wir ja. Komm. So, dann pflanzen wir jetzt hier auch mal die Grundstücke hin. Ja, seht ihr, dann tut sich schon direkt was. Ja, ist ja gut. Ich pause. So. Immer noch 400 Einnahmen. Das ist schön. Aber zu wenig Geld wieder. Komm. Geld. Ich möchte ganz gerne Geld. Bitte. Ich bitte sogar. Ach, liegt nicht. Wir müssen noch schnell. So, zack. Zack. Man sollte erstmal die Lügen sein hier mit deiner scheiß Energie. Ach ja, da brennt es schon wieder. Ach, wieso zünden die nie Bushaltestellen an? Meine Güte. So, was sagt das Handy? Eine Minute. Los, komm, schnell in eine Minute. Ja, schön. Also ihr seht, es hat was gebracht, die Straßen hier ein bisschen auszubauen. Man muss die Feuerwehr nicht mehr außen rumfahren, sondern kann, ja, fast einen Kürzer umfahren. So, hier drüben kannst du auch löschen. Ja, genau. Genau, ganz genau. So wollte ich das hier haben von dir. Doofe Feuerwehr. So, komm schon hier, ihr Bevölkerungsfuzzis. Nee, noch mehr Industrie klatscht euch nicht hin. Was ist das? Ist das Hightech? Herstellungsindustrie. Ja, Hightech-Industrie. Schön, Hightech. Ah, schön.
Ich sehe gerade, ich muss wieder ein bisschen Steuern senken, weil die ganzen Scheiß Konzerne nicht zu mir wollen. Ich wollte schon fragen, geht's nicht niedriger? So, dann setzen wir das auch mal irgendwie so ein bisschen die alte Welt runter. Und das Handy klingelt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu lange das hier jetzt so gemurkst. Ja, wir sind ein bisschen zu viele Steuern zahlen für meinen Geschmack. Ach, lassen wir das jetzt so. Gucken wir uns das an. Was ist das Resultat? Dass wir weniger einnehmen. Ja, ja, schön. Aber es ist ja zu erwarten, wenn man die Steuern senkt von einem Ding. Ja, dann hauen wir doch hier auch ein bisschen mehr so Gewerbegebiet hier rein. Bäm! Ja, es kommt auch direkt schon. Das ist schön. Ja, genau, da kommen die ersten Jobdinger wieder auf. Aber durch meine coole Fürsorge. Ja, Hightech-Industrie ist ja gefragt. Aber die Leute, ey, meine Fresse. Ohne Nass kein Spaß. Warte. Nee, das ist da jetzt nicht euer Ernst. Der Typ sagt die ganze Zeit irgendwas von Energie. Aber sobald da Wasser an die Reihe kommen soll, erwähnt er ja nichts. So, gucken wir mal Energie an. Gut, dann müssen wir eigentlich auch mal irgendwie was machen. Hier, Digga. Kein Wunder, dass hier nichts wird, ja. Meine Güte, da muss ja hier auch natürlich ein bisschen Wasser hin. So. Jetzt aber. Jetzt wird das hier wieder was. Wieso kommen hier eigentlich mehr Häuser hin? Als andererorts. Okay. Wir haben irgendwie wieder mehr Ausgaben als Einnahmen. So, ja, ich wollte ja mal für eine Bevölkerung hier ein bisschen die Steuern erhöhen. So. Ach ja, dann brennt es da wieder. Was ist das für eine Industrie? Eine wichtige? Ja, herstellen, ja. Hier, Hightech, Leute. Hightech-Industrie. Und ich überziehe ja gerade, obwohl mein Handy geklingelt hat. Ja, okay, dann, dann, wenn das Gebäude gelöscht wird. Na, ihr seht auch den Wasserstrahl. Und einen rennenden Fuzzi. Wuss! Habt ihr das gesehen? Die Feuerwehr kann es teleportieren. Ja. Machen wir hier praktisch jetzt Aufnahme-Break. Und sehen uns dann halt. Nö, also bis denn. Und denkt dran, am 18. Juni wird erst wieder hochgeladen. Also es kommen jetzt noch am Wochenende Folgen, aber dann ist halt erstmal Schluss und dann gibt es erst am 18. Juni wieder Folgen. Ich werde mir so lange auch was Special-mäßiges überlegen, damit ihr hier es nicht allzu langweilig habt, ja? Und ja, bis denn. Tschüss.